Hallo, meine Lieben. So, jetzt haben wir das einmal aufgeräumt. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich mit den Zwetschgen gemacht habe. So, und zwar, seht ihr das hier? Da habe ich 500 Gramm Zwetschgen mit, was waren es, 100, ich glaube 100 Gramm Zucker, aber kann auch ein bisschen weniger sein. Also ich habe es über Nacht einziehen lassen. Da hatte ich am nächsten Tag dann einen schönen Saft. Da kam dann ein kleines Fläschchen Rotwein dazu. Was hat das? 200, was habe ich, die Flaschen nicht mehr? 220 Milliliter, die kleinen Rotweinflaschen, oder 250 Milliliter. Ich glaube 220. Ja, das kam mit rein, eine Stange Zimt und zwei Nelken. Genau, und das habe ich dann 5 Minuten köcheln lassen und dann gleich ab in die Gläser gefüllt und gleich verschließen und abhalten lassen. So, und jetzt kommen die ab in den Kühlschrank. Also ich habe schon 2 im Kühlschrank stehen. Die kommen jetzt ab in den Kühlschrank und dann kann man die für Vanilleeis oder für Milchreis oder auch zum Backen. Für irgendwelche Desserts mit Quark kann man das dann alles benutzen. Ja, wer kein Rotwein möchte, also ich muss es auch erstmal probieren, ob mir das schmeckt. Bin eigentlich gar kein Weintrinker. Der kann dann auch ausweichen auf Traubensaft oder auch Apfelsaft ging auch. Ja, ich bin jetzt gerade am Richten, dass ich jetzt kochen kann. Ja, da war ja der Spitzkohl im Angebot und dann musste ich den halt mitgeben. Jetzt gibt es halt heute wieder so einen Hackfleischkohltopf. Aber passend zum Wetter, heute sollen es, ich glaube, nur 23 Grad werden. Ja. Da passt doch das wunderbar. Kartoffeln mit rein, ich habe noch Karotte, was mit reinkommt. Frühlingszwiebeln habe ich noch, die kommen jetzt mit rein. Ein Paprika habe ich noch übrig, der kommt da auch mit rein, also das wird jetzt für mich so ein Reste Gemüsetopf. Ja, dann lege ich jetzt mal los. So, jetzt habe ich Gemüse hier drin und habe jetzt gerade Hackfleisch rein. Ich werde jetzt ein bisschen anbraten, bevor ich es dann würze. Und dann kommt der Krauskopf rein. Den schneide ich jetzt noch schnell fertig. So, einmal geschnitten.
Einmal etwas Salz. Da mache ich jetzt allerdings nicht so viel rein, weil ich meine selbstgemachte Gemüsebrühe, das Pulver, was ich euch gezeigt hatte, da kommt jetzt auch mit rein zum Würzen. Dann machen wir noch Paprika, Pfeffer aus der Mühle. Und das ist Kreuzkümmel, der ist schon gemahlen. Mache ich da noch Tomatenmark mit rein. Ein ganz normales Tomatenmark. Das ist jetzt ein bisschen mit anbraten. Zeigt euch mal kurz. Seht ihr was? Okay, ich bin jetzt. So, Röstaromen hier. Und wenn ich dann ablösche, lösen die sich. Jetzt kommt von dem Kohlkopf, Spitzkohl. Kommt jetzt was rein, das brate ich jetzt mit an.
Jetzt habe ich schon mein Gemüse vor aus den Schalen und Endstücken. Auch Zwiebelschale war dabei. Ich muss da halt gucken, dass sie in Ordnung ist, ne? Nicht, dass da ein bisschen vergammelt oder Schimmel oder so dazwischen hängt. Dann könnt ihr das nehmen. Alles in den Topf mit Wasser machen. Ihr könnt ja ein Liter Wasser nehmen oder 1,5 Liter und da dann, oh, jetzt kriege ich das nicht auf, und da dann das Ganze, ich sag jetzt mal den Gemüseabfall da reinmachen. Ja, dann kocht ihr das einfach nur ab. Geht auf. Löst die. Ja. Genau, dann kocht ihr das einfach nur ab, das Gemüse. Und wenn das weich ist, das Gemüse, dann ist fertig, dann können das da drin im Sud praktisch einfach noch ziehen lassen. Und dann, bevor das könnt ihr auch, was weiß ich, wenn das morgens wacht, könnt ihr das auch noch stehen lassen bis mittags oder abends. Dann nochmal aufkochen und dann heiß in Gläser abfüllen. Dann lasst das über Nacht einfach stehen, abkühlen. Und dann wird das am nächsten Tag einfach entweder so in Flaschen, wenn das abgefüllt habt, so in Flaschen, einfach in den Kühlschrank stellen. Oder ihr stellt, oder ihr macht es in, wenn ihr kleinere Portionen macht, könnt das ja in Frierbeutel machen. Oder in Frierbehälter. Eiswürfelbehälter, so. Ja. Und beim Eiswürfelbehälter habt ihr dann so ein paar Portionchen. Das war's jetzt. Ich lasse das jetzt hier köcheln. Nimm mal den. Stell das jetzt runter. Einfach nur auf Stufe 2. Das mache ich hier alles aus. Dann räume ich meine Gewürze weg. Das kann ich nämlich nicht leiden, wenn das hier jetzt stehen bleibt. Das macht mich dann irre. Dann räume ich noch meinen Tomatenmark weg. Ich mein Tischlein wieder an. Und dann schnappen wir uns meine Gemüsereste, weil die hebe ich jetzt nicht auf. Die mache ich jetzt auf den Kompost. Ja, wir sind hier im oberen Stockwerk für die Neuen unter euch, weil wir leben hier auf der Baustelle. Mein Mann macht das Haus hier
alleine, wenn er mal schwierigere Arbeiten hat. Also ihr seht, alles noch Baustelle hier. Wenn er mal schwierige Arbeiten hat, dann hilft unser Sohnemann. Dina liegt hier auf der Couch. Aber die geht bestimmt mit, wenn ich zum Kompost gehe, oder? Gehst du mit, Schatzele? Ja, das ist dann hier das untere Stockwerk. Das wird mal unsers. Also das oben, wo ich mich ja jetzt die ganze Zeit immer aufhalte, koche. Und da, ja, da zieht mal der Schwiegervater ein. Das dauert allerdings noch. Vorher müssen wir halt da oben jetzt wohnen erstmal. Weil hier unten muss ja noch Boden gemacht werden, Wände. Dann, hier seht ihr das ja, hier ist alles voll mit Baustellenkram. Das, was mein Mann alles braucht, mein Vater, sag ich schon. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Entschuldigt die Wacklerei. Aber ich filme mit Handy. Ich habe keine Kamera. So. Ja, jetzt gehen wir zusammen in den Garten. So. Den Pool werden wir diese Woche abbauen, schätze ich mal. Ja, da lassen wir dann das Wasser ab. Da vorne haben wir einen Gulli. Und das wird ja abgepumpt. Und dann fließt es direkt in den Gulli rein. Ich habe auch jetzt schon nichts mehr drin. Kein Chlor oder so. Na, hier ist so langsam auch Ende. Was heißt so langsam auch Ende? Also hier wachsen schon wieder neue Pflanzen, das heißt neue Zucchini. Da hängen noch zwei, drei Gürtchen dran. Ja, hier wächst auch die Zucchini runter. Da hängen auch schon wieder dran. Da könnte ich eigentlich so eine kleine gerade abmachen, mit hochnehmen. Die kann ja auch noch in meinen Gemüsetopf rein. Ja, das hier ist der Schnittknoblauch. Das ist praktisch Schnittlauch, aber der schmeckt nach Knoblauch. Ist richtig lecker. Ja. Hier hängt auch noch was dran an Zucchini. Das sind die gelben. Jetzt mache ich das hier in den Kompost. So. Kann ich euch mal kurz zeigen. Bei mir sind die Tomatenpflanzen runtergesackt, weil die Tomaten so schwer sind. Ich habe halt nichts, wie ich sie da oben. Ich kann sie da nicht anbinden. Sonst hätten wir die oben an der Decke angebunden. Jo. So sieht es ja momentan aus wie Kraut und Rübe. Das sind die Blümchen. Und hier gräbt mein Mann momentan um. Da ist der Wühlmaus auf der Spur. Ja, aber wird auch für den Winter jetzt vorbereitet. Dann wird nochmal der Boden praktisch aufbereitet. Wird nochmal gedüngt, Rasenschnitt dann drüber.
Ja. So, dann stelle ich euch jetzt kurz mal ab, dass wir mal wieder hochgehen und Kartoffeln schälen. So, jetzt habe ich mir hier einmal Liebstücke, einmal Rosmarin, dann vom Schnittknoblauch eine gelbe Zucchini und eine grüne Zucchini noch geholt. So. Und das schnibbel ich jetzt noch mit in den Eintopf rein. So, die Zucchini habe ich abgewaschen und die sind super. Also ich muss da gar nichts wegschneiden, ist alles toll. Und wie immer, wenn man Zucchini oder Salatgurke, Snackgurke, wenn man die aus dem Garten sich holt, immer eine Ecke probieren. Wenn sie bitter schmecken sollte, sofort weg damit. Aber es wäre schade, wenn es jetzt bitter wäre und es wird nicht probiert. Erstens mal nichts für die Gesundheit. Das ist ganz schlecht. Und zweitens habt ihr das Essen versaut. Also deshalb immer probieren. Das Schöne an der Zucchini ist ja auch, die macht euch die Flüssigkeit dann auch etwas sämig. So, da habe ich mir noch Thymian aus dem Garten mitgenommen. Seit ich den
seit wir den so arg gestutzt hatten. Da habe ich mir ja auch Thymian getrocknet. Seitdem ist er jetzt so toll wieder gewachsen. Ist ein richtig großer Busch geworden. So, boah, wie das duftet, gell? So. Mein Mann möchte übrigens ein komplettes Bodenbeet, was wir ja, das Bodenbeet, was er gerade umbaut, was ich euch gezeigt hatte, da möchte er ein Kräuterbeet, ein Stück davon machen. Jetzt ist die Frage, kennt ihr euch damit aus? Wisst ihr, ob man alle Kräuter zusammensetzen kann? Oder gibt es Kräuter, die sich nicht miteinander verstehen? Gibt es ja auch solche Sachen, ne? Wisst ihr das zufällig? Könntet ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, mehr brauche ich nicht, das reicht. Will ich nicht, das Braune hier. Das Messer hier, das hatte ich mir übrigens mal beim großen A bestellt. Gibt es aber auch anscheinend in diesen China-Shops. Das ist unheimlich praktisch. Da könnt ihr gerade hier so drauf scheppen. So. Dann haben wir hier jetzt noch der Liebstöckel. So. Mal das andere bisschen klein schneide. So. Das reicht schon. Ja, und jetzt bringe ich das nochmal zum Tropfen. So, Kartoffeln auch geholt. Ich schäle jetzt noch ein paar Kartoffeln, die kommen dann mit rein. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser dazu gefüllt und habe mal kurz abgeschmeckt. Also jetzt schmeckt es ziemlich wässrig. Ich habe aber jetzt ja gerade die ganzen Kräuter rein. Jetzt lasse ich das ein bisschen köcheln. Und mal gucken, ob ich da eine Dose Tomaten, so stückige Tomaten noch mit reinmache. Man könnte auch eine braune Soße, so ein Pulver dazu machen. Jeder wie er mag. Ja, und durch die Zucchinis wird das jetzt schön sämig. Und dann koche ich ja noch die Kartoffeln mit drin. Ja, dann wird es ein leckeres, schönes Essen. So, ich schäle jetzt meine Kartoffelchen noch ein paar. Und dann werde ich mich an die Fische begeben.
Bis später. Hallo meine Lieben, heute mal mit Mikrofon. Mein Sohnemann hat mir das gebracht und hat er gesagt, Mama, da kannst du viel besser Videos machen, weil der Wind dann nicht mehr so stört. Ich pflück übrigens gerade Tomaten. Ja, da stört der Wind nicht mehr so. Da hast du kein Rauschen mehr. Ja, und das bin ich jetzt heute mal am Testen. Ich habe eben mal ganz kurz nur angetestet, ob das funktioniert. Und es hat funktioniert. Fand ich richtig genial. Vor allem könnt ihr mich hören, obwohl ich jetzt hier weiter weg bin. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So. Also heute pflücke ich hier mal Tomaten. Und dann werde ich daraus eine Tomatensoße machen. Ich hole euch dann später nochmal dazu. So, das Endergebnis ist das hier. Das Ding hier ist randvoll. Unten sind die großen Tomaten. Ich hoffe, das klappt beim Ton, weil heute ist ganz schön windig. Ihr seht, ich bin hier am Testen mit dem Mikro. Dann habe ich Cayenne Peperonis gepflückt. Jetzt habe ich bewusst nur die eine Sorte gepflückt, weil ich davon dann wieder Samen nehme und die dann halt beschrifte. Jetzt ist mir halt aus Versehen, ne, ist das abgebrochen, da waren halt noch grüne dran. Ne. Aber das ist auch nicht schlimm. Die werden auch verwendet. So, jetzt gehe ich mir mal meine Tomatenhände waschen. Da ist der ganze Blütenstaub von den Tomaten dran. Ja, gehe ich mir das mal waschen und dann gehen wir mal hoch in die Küche. Thank you.